Noch 7 Bomben. Noch 6 Bomben. Noch 6 Bomben, um zu links, genau. 5 Bomben noch. Und warum vertone ich das Ganze noch? Es ergibt keinen großen Sinn. Na gut, hoffentlich schaffe ich das noch. Es wäre gar natürlich, wenn ich getroffen werde. Gut, gut. Nein. Okay. Was heißt, was passiert, wenn ich jetzt retrye? Es gibt keine Zeit, kaum Zeit, bevor die Bomben explodieren. Flieh aus dem Ort sofort. Okay, das heißt, ich habe wieder meine 3 Minuten voll. Ich denke, ich gehe nochmal oben lang, damit ich mir ein Leben mir sichern kann. Sonst wäre es ja alles rargel. Und auf gut Deutsch, ich lasse mich von jedem Hund beißen, den ich auf dem Weg finden kann. Oder so in der Richtung. Definitiv. Das heißt, meine HP sind wieder auf 0 runter. Welchen Cyberelfen könnte ich wohl jetzt bekommen haben? Wasch? Ich will es nicht wissen. Ernsthaft nicht. Ich verschwende echt ein bisschen zu viel Zeit, oder? Hurra. Ich wusste, dass das noch einer zu finden war. Ja, ich will die Bomben deaktivieren. Und erstmal in den Instinkt reindashen. Reindashen. Ganz genau so. In 2 Minuten das Ganze kriegen. Könnte ein bisschen knapp werden. Ich weiß aber nicht genau. Ist diesmal ein bisschen professioneller die Sache angehen. Also auf jeden Fall nicht, aber... Ich weiß gar nicht, inwiefern man den Dingern überhaupt ausweichen kann, wenn sie schlecht positioniert sind. Nein, nein. Na, gerade bis gleich. Nach x Dutzend Fails bin ich wieder hier. Denn es ist, wenn die Dinger schlecht getimed sind, kann man den, glaube ich, gar nicht ausweichen. Aber wenn die richtig getimed sind, kann man nicht von ihnen getroffen werden. Autsch. Kann ich irgendwo gucken, wo die nächste Plattform ist? Okay, da zum Beispiel. Gut zu wissen. So, das passt soweit. Da muss ein Cyberelfen, den ich noch gerne haben wollte. Und eine Bombe. In den Elfen komme ich jetzt wie dran, fragt sich nur. Ich kann es ja mal versuchen mit meinem Pogo-Stick. Danke. Soll aber auch gereicht haben jetzt vorerst. Ich muss sie doch sehen können. Da. Sehr gut. Aber ich brauche noch so viele Bomben. Hoffentlich finde ich nur alle in einer Minute. Da unten war eine in der Klasse. Da kann ich immer schon mal an der Zeit die restlichen raussuchen. Oder einfach mal sterben. Eine Bombe fehlt mir übrigens noch. Den Rest habe ich gefunden im Gebiet, wo ich bisher so war. Upsi. Fragt sich, wo die letzte ist. Ich hasse es. Alles klar, mir fehlen noch 2 Bomben. Die eine findet man hier oben übrigens. Durfte ich eben noch feststellen. Und die andere weiß ich gar nicht so genau. Okay, wir wollen so schnell es geht hier durch. Autsch. Und dann hier lebendig dran vorbeikommen. Dann müsste die Bombe irgendwo hier zu finden. Da haben wir sie doch. Alle Bomben wurden deaktiviert und Sibo ist in Ordnung. Gott sei Dank. Ich kann es kaum erwarten, dass du zurückkehrst, Sibo. Die Mission war zwar ein voller Erfolg und ich habe keine Elfen gebraucht, aber Leute, seht ihr das?
22 Retries. Ja, ganz genau. Jedenfalls habe ich es endlich geschafft, alle Bomben zu entschärfen, wie man gerade sehen konnte. Und ja, es hat ziemlich lange gedauert. Aber glücklicherweise gab es in Level 2 Leben versteckt, wo das heißt, ich konnte meinen Vorrat ein wenig aufstocken, da man ja bei jedem Sterben 2 Leben einsacken konnte. Und naja. Sivo, tut mir leid, dass wir dein Leben riskiert haben. Wie lange müssen wir eigentlich noch so leben, frage ich mich. Tut mir leid, ich bin ein wenig deprimiert. Ich tue mein Bestes, irgendwelche Energie zu erzeugen. Wenn wir, keine Ahnung, was für Energie erzeugen, können wir in einem ruhigen Ort für immer leben. Aber bis das passiert, hoffe ich auf deinen Support, Zero. Oha. Ein gigantischer Mechanolith nähert sich der Basis. Wenn wir nicht irgendwas unternehmen, wird er unsere Basis in 0, nicht zerstören. Alle zusammen. Schützt unsere Front um jeden Preis. Sivo, geh außen rum und greif hinten an. Das sollte uns ein wenig Zeit kaufen. Du bist die einzige Hoffnung. Viel Glück, Sivo. Speichern? Ja, warum nicht? Wäre ich mal für. Und das ist die Mission, die ich eben schon einmal erwähnt hatte, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht so genau, bei den ganzen Schnitten, die ich gemacht habe. Auf jeden Fall, wir sind gerade am Depositionscenter. Ja, da wo wir den ersten Bosskampf, den ersten richtigen hatten. Und müssen von hier aus einen Mechanoiden aufhalten, der direkt vor uns stehen wird. Pum. Genau den hier. Es muss einen Schwachpunkt geben, selbst bei einem so großen Mechanoiden. Viel Glück. Und den müssen wir vernichten, bevor uns in der Basis ankommt, schätze ich einfach mal. Frage ist nur, wo der Schwachpunkt denn genau ist. Er scheint da oben drauf zu sein, aber... Okay, ich habe schon mal einen Schwachpunkt schon mal zerstört, aber... Wer weiß, wie viel er noch hat. Bist du in Ordnung, Sivo? Wir sind fast fertig vorbereitet. Für den Ansturm. Keine Sorge. Okay, das hätte ich eigentlich auch sehr wild, aber wo ist denn? Senden etwa noch einen Schwachpunkt. Jetzt kann ich meinen Buster weiter aufnehmen, was? Ah, ich habe auch geschafft. Es ist ein gigantischer Mechanoid. Oder so aus der Richtung, was? Ich habe den ganzen Dialog gar nicht verstanden, weil ich beschäftigt war zu kämpfen. Und wir haben es geschafft. Gute Arbeit, Sivo. Unsere Basis ist in Sicherheit. Alles dank dir. Wir wissen deine Arbeit wirklich zu schätzen, Sivo. Kommst du rübergeflogen, bitte? Boah, ich dachte jetzt schon. Ein Cyber-Elfen erhalten. Boah, ich dachte, ich würde in die Stacheln fallen. Codename Pazifist, da ich gerade mal 3 Feinde zerstört habe. Höhö, sonst wäre auch mein Rang besser gewesen, glaube ich. Na gut, das haben wir eben auch noch geschafft. Hättest du den Mechanolin nicht aufgehalten, wäre die Widerstandsbasis wäre zu einer Sitting Duck geworden. Sitting Duck ist prinzipiell, ja, was soll man sagen, ein liegendes Ziel, also quasi eine Zielscheibe, so vom Prinzip her ist ein englisches Sprichwort. Vielen Dank, Sivo. Dank deiner Kooperation könnte der Frieden wiederhergestellt werden. Hätten wir diese Mission nicht geschafft, dann könnten wir sonst keine Mission mehr annehmen, die wir noch tun können, und müssen sofort weiter. Das heißt, uns würden eventuell Chips oder ähnliches fehlen für die finale Mission. Was ich aber wieder tun könnte, ich könnte mal wieder bei unserer Mechaniker vorbeischauen. Da war ich schon länger nicht mehr. Ja, was hast du uns Schönes zu sagen? Sivo, ich habe eine Waffe für dich hergestellt. Man nennt es... Oh, ich habe ihm noch keinen Namen gegeben. Sagen wir mal, ich nenne ihn den Schild-Boomerang. Boomerang! Zeige ich mal kurz. Das Ding hat 3 Aufbaustufen, von daher ist es das am geringsten zu leveln ist der etwas.
Man kann ihn nur werfen, wenn man aufgeladen hat, aber das Ding hat halt seinen Vorteil da. Es hat eine Bumerang. Wir können aber, während wir jetzt nach vorne halten, nicht dashen. Wie dem auch sei, es hat schon seinen Nutzen und ich weiß nicht genau. Vielleicht nutze ich ihn sogar hier und da mal. Nun gut. Ich denke, da wir die beiden Missionen jetzt auch noch geschafft haben, mache ich ein kurzes Päuschen und dann sieht man sich gleich nochmal.